Moin Moin aus Hamburg zu TMTV und unserem Transferticker. Der BVB hat Interesse an Dest. Dann ist die Frage, ob Meunier dafür zu Barca wechselt. Monaco holt Salzburgs Kamara und wechselt Poyampalo von Leverkusen zu Köln. Wir starten aber jetzt erstmal mit Luca Pellegrini. Der Italiener kommt im Gegenzug für Philipp Kostic von Juventus Turin zu Eintracht Frankfurt. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis von den Bianconeri zu den Hessen. In Turin steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Der Italiener kommt nach Angaben der Bild ohne Leihgebühr nach Frankfurt. Zudem soll Juventus weiterhin einen Großteil seines Gehalts übernehmen. Das entspricht dann 2 der 3 Millionen Euro netto im Jahr. Nico Gonzalez wechselt per Leihe von Barcelona zu Valencia. Der spanische U21-Nationalspieler hat bei Barca noch einen Vertrag bis 2026 und soll beim Ligakonkurrenten mehr Spielpraxis bekommen. Und das hat er sich laut Fabrizio Romano auch zusichern lassen. Eine Leihgebühr wird für den 20-Jährigen nicht fällig, da der Club das komplette Gehalt übernehmen wird. Der radikale Kaderumbruch bei Nottingham Forest geht weiter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag präsentierte der Premier League Club 2 weitere Neuzugänge. Schirmer Emmanuel Dennis kommt für 14,8 Millionen Euro vom Absteiger Watford und erhält einen 4-Jahres-Kontrakt und einen weiteren noch. Mittelfeld-Routine Kouyaté kommt ablösefrei von Ligarivale Crystal Palace und unterschreibt für 2 Spielzeiten. Und nochmal der Aufsteiger, der am Sonntag auch den 15. Neuzugang perfekt gemacht hat. Der 46-fache Schweizer Nationalspieler Remo Freuler wechselt für die kolportierte Ablöse von 9 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Tricky Trees, die ihre Ausgaben im laufenden Sommer somit auf 118,5 Millionen Euro hochschrauben. Das ist wirklich unfassbar. Der erwartete Wechsel von Red Bull Salzburgs Mittelfeldspieler Mohamed Kamara zu AS Monaco ist perfekt. Der malische Nationalspieler hat im Fürstentum einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Laut der L'Equipe zahlen die Monegassen eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro in 5 Raten, somit weit unter den geforderten 30 Millionen. Trabzonspor verpflichtet den ehemaligen Dortmunder Marc Bartra. Die Ablöse soll bei 1,25 Millionen Euro liegen, die in 2 Raten zu zahlen ist. Der Spanier erhält in Trabzon einen Vertrag bis 2025 sowie 1,5 Millionen Euro an Jahresgehalt plus einen an Bedingungen geknüpften jährlichen Bonus in Höhe von maximal 700.000 Euro. Giovanni Lo Celso wechselt leihweise von Tottenham zu Villarreal. Der 26-Jährige war in der vergangenen Rückrunde bereits an die Spanier ausgeliehen und soll wieder zu alter Stärke zurückfinden. Vor 2 Jahren haben die Spurs den argentinischen Nationalspieler noch für 32 Millionen Euro von Betis Sevilla verpflichtet. Botafogo holt Tiquinho von Olympiakos Piräus. Für den 31-jährigen Mittelstürmer wird eine Ablöse in Höhe von 1 Million Euro fällig. Er erhält einen 2-Jahres-Vertrag. Sein Marktwert beträgt 4,5 Millionen Euro. 2019 zu seiner Porto-Zeit lag dieser Wert noch bei 12 Millionen. Soweit zu unseren fixen Transfers und jetzt sind wir in der Gerüchteküche und Borussia Dortmund könnte einen neuen Rechtsverteidiger holen. Die Rede ist von Sergiño Dest. Der Rechtsverteidiger kommt nicht zum Zug bei Barcelona und war auch beim ersten Spiel nicht im Aufgebot der Katalanen. Eine mögliche Option für mehr Spielpraxis soll laut der AS Borussia Dortmund sein. Die Spekulationen über ein Interesse sind nicht neu. Bereits Anfang diesen Jahres gab es Gerüchte über einen Tausch von Dest und Meunier. Jetzt scheint das Ganze nochmal heiß zu werden, da der Belgier wohl zu den Optionen der Katalanen gehört. Und dann natürlich auch die Frage an euch, was würdet ihr von einem Tauschdeal halten? Würde der BVB sich dadurch stärken oder sogar etwa schwächen? Konkurrenz im Werben um Dest gibt es von Man United, Betis Sevilla und Valencia. Mit einer Ablösesumme von 10 Millionen Euro ist Jens-Petter Hauge, der nach seiner Leihe von der AC Milan fest verpflichtet wurde, der teuerste Einkauf von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in diesem Sommer. Bei den Adlerträgern kommt Hauge kaum zum Zug, deshalb soll er laut Sport 1 vor einer Leihe zu KAA Gent stehen. Die Eintracht bekommt den Linksaußen für 12 Monate von der Gehaltsliste. Gent übernimmt das volle Salär des Rechtsfußes und im nächsten Jahr soll dann ein neuer Anlauf in der Main-Metropole folgen.
Laut Sky ist der FC Augsburg am ehemaligen Leverkusener Baumgartlinger interessiert. Aktuell ist der 34-Jährige ohne Verein, da sein auslaufender Vertrag bei der Werkself nicht verlängert wurde. Die letzte Saison hat der Mittelfeldspieler aufgrund von 2 Knieoperationen fast komplett verpasst. In Summe nur 85 Minuten Spielzeit in der Liga, 2 Minuten im Pokal. Und der Österreicher kann sich auch eine Rückkehr in seine Heimat gut vorstellen, würde aber lieber nochmal in der Bundesliga angreifen. Es sollen Gespräche mit dem FC Augsburg laufen und es gibt ebenfalls Gerüchte um einen Wechsel zu Holstein Kiel. Laut dem Geißblock steht der FC vor der Verpflichtung von Joel Poyampalo vom Rhein-Rivalen Bayer Leverkusen. Der 27-Jährige sei der Wunschkandidat der Kölner und der Transfer könnte auch schon in dieser Woche über die Bühne gehen. Poyampalo steht bei der Werkself bis 2023 unter Vertrag, spielte aber schon in den letzten Jahren in den Planungen keine große Rolle mehr und wurde immer wieder verliehen. Auch letzte Saison wurde er verliehen und hat beim Super League-Club Schalke Rizespor seine Abschlussqualitäten unter Beweis stellen dürfen. Hat auch alles funktioniert. 16 Tore in 33 Partien. Das war unser Transferticker zum Start in die neue Woche. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst wie immer natürlich ein Like da, abonniert unseren Kanal und diskutiert wie immer fleißig unten mit. Und wir haben noch 2 Videoempfehlungen für euch. Einmal oben die TM-Chronik Nagelsmann vom Invaliden zum besten Trainertalent der Welt und unten unser aktuellstes Video. Macht's gut, bis die Tage.